Heute ist der 31.12., also Silvester, und wir sind auf dem Weg zur Frieda. Die Frieda ist aber keine weitschichtige Verwandte von uns, sondern ein Tiny Home! Wir sind Isa und Benny und gemeinsam sind wir eBay Travels. 2021 haben wir einige tolle Reisen unternommen. Rechtzeitig zum Jahreswechsel sind wir wieder unterwegs, und zwar diesmal in Gutenstein. Hier verbringen wir 2 Nächte im Wohnwagen und das gänzlich offline. Frieda steht in Gutenstein, direkt neben ihrer Schwester, der Fanny. Und wir hatten wirklich außerordentliches Glück, weil normalerweise ist zu Silvester alles ausgebucht, aber es hat jemand kurzfristig abgesagt und jetzt sind wir hier. Willkommen im Wohnwagen! Wir geben euch eine kleine Roomtour durch die Frieda. Damit man sich auch im Winter aushält, gibt es hier den Holzofen, wo wir schon eingeheizt haben. Es gibt jede Menge Arbeitsfläche. Einen Gasofen, wo wir uns heute Abend vielleicht Punsch machen. Es gibt einen kleinen Kühlschrank und auch das Badezimmer ist voll ausgestattet. Es gibt eine Dusche und eine Komposttoilette. Und natürlich gibt es auch ein Queen-Size-Bett. Hier gibt es übrigens weder Internet noch Handyempfang. Wie ihr sehen könnt, hatten wir einen ruhigen Start in den Neujahrstag und haben unsere Zeit im Wohnwagen in vollen Zügen genossen. Wir sind gemütlich beim Frühstück gesessen, während der Holzofen neben uns geknistert hat. Und später sind wir zu einem kleinen Neujahrsspaziergang aufgebrochen. Frieda ist teilweise autark. Den Strom bezieht sie durch die Photovoltaikanlage am Dach, allerdings nur im Sommer. Im Winter wird ein bisschen nachgeholfen und sie wird an den Strom angeschlossen. Das Wasser im Wohnwagen stammt aus einer lokalen Quelle und das Abwasser wird durch Pflanzen wieder aufbereitet. Der Holzofen im Wohnwagen heizt nicht nur den Raum selbst, sondern auch einen Boiler fürs Warmwasser und einen zusätzlichen Pufferspeicher, der als Heizung dient in der Nacht, wenn der Holzofen aus ist.
ein schönes neues Jahr. Wir haben den Silvesterabend gestern in unserem kleinen, sehr abgelegenen Wohnwagen verbracht und haben ein bisschen gefeiert. Wir haben kein einziges Feuerwerk gesehen, dafür konnten wir die Sterne wirklich toll beobachten. Und heute machen wir unseren ersten kleinen Neujahrsspaziergang. Und weiter geht's. Was wir machen hätten sollen? Hm? Alle Taschen in der Hand so vollgepackt und davor stehen und so.